Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück. Project. Ja, jetzt sind wir bei gewesen. Unsere Base gegen Zombies sicher zu machen. Indem wir das Ganze von außen auch verbarrikadieren. Und ich würde sagen, damit machen wir nun auch einfach weiter. Ach nee, ist ja auch noch ja, später. Bin nicht so gut, wenn wir schlecht sehen. Nun noch mal. Kann nicht. Gehen sollten. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob nicht so doll wimmeln. Gut. Ah, gut, wir haben ja auch noch Lichtern, wenn wir hier noch Strom haben. Ach, ganz okay, aber weiß wie lange. Ach, runter. Jawohl. Sehr schön. Sehr schön. Hey. Vorweit bauen. Gewand. Und noch. Reicht ja. Gut. Mal wieder.
Hier fertig. Oder 5 Wände. Oh, Wände, besser gesagt. Da können ja immer noch durchgeschlüpft. Noch bauen. Gut. Ich würde sagen, legen wir uns noch mal ein bisschen hin. Bandagen und auf der aber ich hoffe, dass die Wunde verheilt. Schade. Nicht. Danach. Irgendwie. Ah, und da ist es. Schön. Und wir sollten mal also noch mal rein wechseln, besser gesagt. Gar nicht gut. Und hier was essen wir? Gut. Okay, wir müssen weiter die Skills zubereiten. Dabei kann keine Scheibe Brot mit Schinken machen. Ja, stimmt, die Butter fehlt.
Schmerz. Ja. Trinken. Und Bandage reinigen. Dann wollen wir mal nach draußen gehen. Weitermachen. Oh, Frau Nachbarin ist auch wach geworden. War nicht zu überhören. Okay, man muss das auch mit Geigenhumor nehmen. Geht es aus? Weiter? Wunderbar. In der Nähe. So. Dieses Stück noch und dieses Stück. Wunderbar. Hier weiter. Wir sind an der anderen Seite da sind. Je eher wir das fertig haben, je eher können wir auch auf Loot-Tour gehen. Vielleicht finden wir dann auch größere Tasche. Und auch besser wäre natürlich ein fahrbares Fahrzeug. Gut. War es erst. Ja. Da volle Schmerzen. Also müssen wir wieder mal Schmerzpille nehmen. Bleibt uns ja nicht das übrig. Das ist noch ein gewaltiges Stück. Das ist sehr viel noch Holz, das wir. Hey, Witzka. Hier. Dann bis dahin.
wenn wir in einer dieser Fahrzeuge fahren könnte. Ja, wir können zwar hier einsteigen, aber wir haben keinen, ja, keinen Schlüssel. Benzin haben wir auch nicht. Was ist überhaupt mit dem Motor aus? Okay, also die Fahrzeuge sehen auf jeden Fall noch sehr gut aus. Das ist loblich. Nur wir haben Schlüssel. Das ist das einzige Problem, wir haben Schlüssel. Abgeschlossen. Jetzt hier auch mit dem Motor. Auch noch hervorragend. Also Reifen haben wir, Funkgerät. Gucken wir mal. Papier. Aber nichts. Wir bräuchten. Weg. Brauchen wir nicht. Aluminium. Ja. Ein Parkplatz? Auch kein. Auch nicht. Fahrzeug aus. Ja, das ist schon ein bisschen angeschlagen, aber immer noch fahrtüchtig. Aber okay. Der hat sogar Schlüssel. Geil. Hab ich gar nicht beim ersten Durchgang gar nicht bemerkt. Okay. Das ist super. Das ist doch nice. Ja, Schmerztablette wieder nehmen. Frage, ob das Fahrzeug überhaupt anspringt. Es hat sogar noch ein bisschen Benzin. Jawoll! Geil. Das nenne ich mal Glück. Noch sehr wendig sogar noch. Leute, vorsichtig. Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber super. Ein Fahrzeug. Yeah. Ich hoffe, dass er bald antwortet auf meine Frage, wie ich das am besten machen kann. Oder ich muss es mal nochmal offscreen nochmal austesten. Dass man so machen kann. Er das so macht, ohne immer rauszuzoomen. Hier gibt es leider keins. Also, ja, Stauraum. 110 Stauraum. Der hier. 130. Ein bisschen mehr. Ja gut, unser Fahrzeug, das fährt. Kleiner, dementsprechend
bestimmt auch nicht so viel Platz. Oder? 27. Klebeband in der Benzinkanister und so drinne. Naja. Wir fangen eben klein an. Das ist normal. Wenn wir mal hier Schlüssel finden würden. Oh Mann. So. Push. Passt. Was? Gut. Weiter geht's mit Baumfällen. Hühner? Wo sind denn hier Hühner? Sind doch nicht auf der Farm hier. Sehr seltsam. Okay, er hat wieder Schmerzen. Er ist ja auch nicht untätig. Ne? Untätig. Tätig. Untätig. So. Gut. Und da alles einsammeln. Alles mitnehmen. Das überhaupt jetzt schon machen? Da fehlt uns noch das Skillbaum. Holz. Ja. So. Holzwand erstellen. Stufe 2. Für 3 brauchen wir Tischler 5. Sind ja schon 5. Also wir müssen 7 wohl fertig haben. Das dauert noch ein bisschen. Ja, dann machen wir das mal. Ende. Ohne Fleiß kein Preis. Ja, ich weiß, es passiert momentan nicht allzu viel, aber es gehört ja leider zu diesem Spiel dazu, ne? Da kommen wir nicht wirklich drum. Ich finde das klar, alles offscreen machen, aber ihr sollt ja auch was mitbekommen, ne, was so passiert. Ob ich das ohne Probleme hinkriege oder ob mir irgendwas dazwischen kommt, wie Zombie-Angriff und so. Wenn ich das jetzt offline spielen würde, würdet ihr davon ja natürlich nicht mitkriegen. Und das wäre ja natürlich ein bisschen blöd. Das eine habe ich ja jetzt eben offscreen gemacht, weil es ist nicht wirklich passiert. Ich habe einfach nur Holzbalken genommen, die dann da angebracht und mehr ist auch nicht passiert. Kein Zombie-Angriff, kein gar nichts. Ja, er hat schon Schmerzen. Dass die Wunde bald aufhört. Und bis jetzt ist sie noch nicht wieder blutig geworden. Hoffentlich geht die Infizierung auch zurück und wird nicht schlimmer. So, Infizierung. Ah, ich habe kein Antibiotikum. Und noch. Irgendwie müssen wir unsere Skills auch irgendwie verbessern. Gut. Reicht.
ordentlich Stück Arbeit werden. Was Platz müssen wir dann auch nehmen. Also einen kleinen Spalt müsste ich dann auch freilassen. Ja. Das Fahrzeug. Oder, weiß nicht, was meint ihr? Sollte ich hier einen kleinen Spalt freilassen, um rein und rausfahren zu können? Oder sollte ich das Auto hier abstellen und ja, auch ein bisschen blöd, wenn wir jetzt was Schweres transportieren müssten, müsste ich ja alles erstmal rausscheffeln und dann rübertragen. Ne? Wäre natürlich blöd. Ja, schwierig, schwierig. Vielleicht lasse ich mal ein bisschen auf. Eine Doppeltür, ne, geht doch. Doppeltür. Doppeltüren. Namen Doppeltüren. Also ist nur für Menschen gedacht und nicht für Autos. Wir könnten das so machen. Ich könnte hier erstmal bis hierhin bauen und dann hier rüber zu der Wand hier zumachen. Ne, Quatsch, rüber hier. Ne, würde ja auch keinen Sinn ergeben. Ah, ich bin auch dusselig. Wenn ich hier alles zumache, dann komme ich auch nicht hier durch. Das ist auch blöd. Das. Ja, ich glaube, wir kommen nicht drum rum, mal einen kleinen Spalt aufzulassen. Ich müsste noch kurz noch ein bisschen hier bis hier ran und dann hier nur einen kleinen Weg, dass das Auto hier ist und da die Tür. Ist es nicht. Schwierig, schwierig. Man muss es auch richtig planen. Nachher verplant man sich und dann hat man umsonst hier gebaut und so. Shit, shit, shit. Funktioniert einwandfrei. Ob ich noch mal Biotikum finde. So schön, dass das alle ist. Nicht so toll. Noch was? Halbplatz. Müsste Bücher lesen über Dings. Aber wir ruhen uns aus und nächstes Mal werden wir wohl mal doch schon mal eine kleine Loot-Tour machen und uns Bücher beschaffen. Wird doch irgendwo Häuser sein, ja, die sind ja bei Häusern vorbeigekommen, die eventuell dann auch ein oder andere Buch haben müssen. Dosenöffner. Dancen. Ah. Pfirsich. Dose mit Suppe. So. Haben wir dann irgendwo einen Topf? Suppe auftun können.
Fertiggericht. Art. Ernsthaft, wir haben nichts. Also dann müssen wir die Suppe kalt trinken. Weil wir können die nicht in Mikrowelle. Gut, in den Ofen tun, ist auch ein bisschen blöd. Alles ein bisschen blöd. So, Blech weg. Nochmal eben trinken. So. Tun wir es nochmal ein bisschen aus. Und wir gucken jetzt nochmal. Und da hat schon lange nicht mehr geblutet. Mal sehen, ob das besser geworden ist. Aber alles gut. Die Infektion ist weg. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut. Was hin? Okay, 22 Uhr. Ja, ich würde mal sagen, ich beende erstmal hier den Part. Und beim nächsten Mal werden wir uns etwas in der Umgebung aus, ja, aussuchen, würde ich sagen, und umsehen und irgendwie ein paar Bücher zu finden. Vielleicht finden wir auch mit Glück etwas, wo wir einen größeren Rucksack, also besser mehr einpassen, also einen größeren Rucksack finden. So, wir sprechen schon mich schon wieder. Ja, mal sehen, was für uns erwarten wird. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet. In einer weiteren Episode von Project Zomboid. In dem Sinne, macht's gut, Leute. Euer Albert. Ciao, ciao.